Und damit guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hamburg-Journal am Sonnabend, dem Tag, an dem Deutschland sein neues Staatsoberhaupt gewählt hat. Wobei man sagen muss, so neu ist es gar nicht, denn der Alte ist der Neue. Horst Köhler konnte sich abermals gegen Gesine Schwan durchsetzen und auch gegen Peter Sodann. Für die Wahl kam im Berliner Reichstag die Bundesversammlung zusammen. Auch aus Hamburg waren Wahlmänner und Frauen dabei und mussten entscheiden. Wir haben die Reaktionen zum Ergebnis. Auch in der Fußball-Bundesliga ist seit heute klar, wer Sieger dieser Saison ist. Der VfL Wolfsburg mit Felix Magath ist deutscher Meister. Und auch der HSV kann sich freuen, denn soeben rutschten die Hamburger noch ins internationale Geschäft. Mit einem 3:2-Sieg in Frankfurt. Arne Siebert. Ja, danke schön, Arne Siebert, für diese aktuellen Interviews aus Frankfurt. Wer vom Altonaer Balkon Richtung Övelgönne fährt, kommt daran vorbei, an der ehemaligen Kultkneipe Zwiebel. Das Haus steht seit 2 Jahren leer und gehört zum sogenannten Elbtreppen-Ensemble. Die idyllisch gelegenen Häuser gehören der Saga und die plant bereits seit 2006, einige davon abzureißen. Während des letzten Wahlkampfs schöpften die Bewohner wieder Hoffnung, dass die Häuser stattdessen saniert werden. Doch jetzt haben die Mieter erneut zum Protest aufgerufen, da eine Entscheidung für den Teilabriss unmittelbar bevorsteht. Worauf man ja nun wirklich gerne verzichten kann, und ich denke, da spreche ich für die meisten Hamburger, ist übermäßiges Schwitzen. Gerade jetzt im Sommer ein großes Problem für viele und unser Thema nach den Nachrichten. Heute mit Jens Riewer. Hier geht es wieder weiter mit Judith Rakers. Vielen Dank, Jens Riewer. In Hamburg leben über 12.000 Afghanen. Das ist die größte afghanische Gemeinschaft in ganz Deutschland. Aber wie leben sie hier eigentlich und welches Schicksal verbirgt sich dahinter? Wir haben uns mit einer Afghanin getroffen, die hier in der Hansestadt als Sozialpädagogin arbeitet. Das hier ist ihre Geschichte. Wenn ein Deutscher die gleiche Zeit weg gewesen wäre, dann würde er seine Heimat möglicherweise gar nicht mehr wiedererkennen heute. Denn vor 24 Jahren stand in Deutschland noch die Mauer. Doch dann, im Jahr 1989, also vor genau 20 Jahren, geschah das Unglaubliche. Die Mauer fiel, Deutschland wurde wiedervereint. Die Schriftstellerin Monika Maron hat sich in ihren Büchern immer wieder mit dem Verhältnis zwischen Ost und West beschäftigt. Morgen spricht sie darüber hier im NDR Fernsehen. Sind Sie in letzter Zeit mal U-Bahn oder Bus gefahren und haben gedacht, das sind die negativen Begleiterscheinungen des beginnenden Sommers? Es riecht ganz schön nach Schweiß hier im Wagen. Bei etwa 1% der Bevölkerung ist Hitze aber gar nicht ausschlaggebend für die Transpiration. Es muss auch keine Krankheit vorliegen und auch keine körperliche Anstrengung. Trotzdem schwitzen diese Menschen zuweilen so stark, dass die Kleidung durchweicht ist, das Wasser in Rinnsalen von der Stirn tropft und Papier, das der Betroffene in die Hand nimmt, sich wälzt. Ein chirurgischer Eingriff kann helfen. Wo wir gerade beim Thema Medizin sind. Den Schauspieler Walter Plate verbinden die meisten mit seiner Hauptrolle in der Serie Der Landarzt. Doch jetzt ließ er sich die eigentliche Rolle seines Lebens auf den Leib schreiben. Die Darstellung des Berliner Malers Heinrich Zille, den Plate persönlich bewundert. Er ist in der Zille Gesellschaft und hat das Berliner Zille Museum mitgegründet. Plate als Zille hatte gestern Abend im Winterhuder Fährhaus Premiere. Authentisch sein und mit Herz bei der Sache, das sind auch gute Voraussetzungen, wenn man seine Mitmenschen als Politiker vertreten möchte und Deutschland in Europa. Sachverstand gehört natürlich auch dazu. Machen Sie sich selbst ein Bild, wie viel von all dem bei unseren Gästen morgen vorhanden ist. Er ist der Begründer der deutschen Kindersachbuchliteratur. Der Hamburger Ragnar Tesloff erfand die Was-ist-was-Bücher, von denen es mittlerweile 127 Bände gibt. Wie in dieser Woche bekannt wurde, ist Ragnar Tesloff im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Hamburg gestorben. Die folgenden Herren könnten als Ratgeber für das Was-ist-was-Buch »Wie funktioniert die Zeit?« fungieren. Morgen berichten wir unter anderem über das Finale im deutschen Derby in Flottbek, was übrigens auch ein Thema bei unseren Kollegen von NDR 90,3 ist, und zwar schon ab 16 Uhr. Wir informieren Sie dann wie immer ab 19:30 Uhr. Jetzt folgt die Tagesschau. Schönes Wochenende noch. Tschüss.